Und ja, da sagen Sie, das gut beschrieben, etwas mehr Ruhe wieder. Der linke Flügel, was ist da? Ist Kammerhäuser gespenstig? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Heliane Ostwald. Ich bin 1959 in Bielefeld geboren. Ich habe 4 erwachsene Kinder und unterrichte als verbeamtete Lehrerin an einer Grundschule für gemeinsames Lernen. Nach 20 Jahren im Ruhrgebiet bin ich im Jahr 2003 mit meiner Familie zurück nach Bielefeld gezogen und seit 1985 bereits im Schuldienst für das Land Nordrhein-Westfalen. Ich gucke auf 30 Jahre Verantwortung für unsere Kinder und auf 30 Jahre Loyalität in meinem Dienst, und zwar im Amt und dem Land Nordrhein-Westfalen gegenüber, aber besonders auch den Kollegen. Und ich wünsche mir eigentlich auch für die Arbeit hier in der Partei, dass diese Loyalität hier einen größeren Stellenwert bekäme. Denn ich hatte nach den Debatten der letzten Wochenenden teilweise auch schon vorgehabt, die Kandidatur zurückzuziehen. Denn Loyalität und Teamfähigkeit sind die Voraussetzung überhaupt für jeden Erfolg. Ich habe mich nie an Grabenkämpfen beteiligt, sondern ich arbeite eigentlich immer sach- und zielorientiert im Team. Ich denke, ich habe auch viel Empathie im Umgang mit Menschen und habe das auch in meinem Berufsleben auch immer zeigen können. Als vierfache berufstätige Mutter musste ich in meinem Leben schon oft meinen Mann stehen und habe das auch immer geschafft, ohne gegendert worden zu sein, sondern dafür braucht es eigentlich nur Organisationstalent, gutes Zeitmanagement und Fleiß, Fleiß, Fleiß. Ich bin im Herbst 2015 in die AfD eingetreten. Ich habe die Herbstoffensive intensiv begleitet und zahlreiche Kundgebungen unterstützt. Den Kreisverband Bielefeld habe ich neu mit aufgebaut und bin seit 2015 Schatzmeisterin hier im Kreisverband. Zudem bin ich als einstimmig gewählte Delegierte für die Landtags- und Bundestagswahlen auf Listenplatz 1. Und ich bin Direktkandidatin in unserem Wahlkreis. Ich gehe mit meinem Gesicht für die AfD auf die Straße und ich tue das gerne, denn ich stehe vollumfänglich hinter unserem Grundsatzprogramm. Jetzt können Sie natürlich fragen, wie jemand mit so einem ausgefüllten Familien- und Berufsleben auf die Idee kommt, sich jetzt noch politisch zu engagieren. Und da gebe ich Ihnen eine ganz einfache Antwort. Ich liebe Deutschland, ich liebe unsere Kinder. Und ich halte unsere Politik für einen völligen Irrweg. Man kann den Umbau unserer Gesellschaft inzwischen in allen Bereichen beobachten. Unser Rechts- und Sozialstaat wird in seinen Grundfesten erschüttert. Und man kann tatsächlich den Eindruck bekommen, dass diese Krisen von unseren Altparteien instrumentalisiert werden, um hier im Land Dinge durchzudrücken, die eigentlich nicht mehrheitsfähig sind. Denn ich glaube fest daran, dass es immer noch eine bürgerliche Mehrheit hier im Land gibt, die auch eigentlich gegen die gegenwärtige Politik aufgestellt ist, die sich nur nicht traut, das zu zeigen. Und ich wünsche mir, dass wir die zu uns ins Boot holen, damit wir im Sommer wirklich zweistellig in Nordrhein-Westfalen noch in den Landtag einziehen können. Die Euro-Krise lässt die EU schleichend zu einer Transferunion werden. Rettungsschirme, Schuldenschnitte, Minuszinsen führen zu einer schleichenden Enteignung der deutschen Sparer und im Grunde zu einer gigantischen Umverteilung des deutschen Volksvermögens. Und zwar nicht mehr so wie früher von oben nach unten oder von West nach Ost, sondern inzwischen von innen nach außen, und das muss aufhören. Die Migrationskrise führt zu einem Vielvölkerstaat, in dem wir nur binnen einer Generation, also ich schätze mal höchstens 20 Jahre, hier zu einer Minderheit im eigenen Land werden. Schon jetzt haben in der Grundschule 36% der Kinder einen Migrationshintergrund und die Kinderzahlen sind eindeutig, sie sprechen eine Sprache und wir werden weniger und die anderen werden mehr. Diese Folge dieser Migrationspolitik kann man auch überall sehen. Es gibt die Krisen im Bereich der inneren Sicherheit, im Bildungsbereich, im Wohnungssektor, im Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Und von all diesen Krisen haben wir jetzt schon so viel gehört in den vergangenen Wochenenden, dass ich da auch gar nicht mich groß drauf einlassen möchte mehr. Nur so viel in Nordrhein-Westfalen finde ich, klaffen Anspruch und Wirklichkeit besonders weit auseinander. Vor allem die Schule.
Vor allem die Schule soll alles richten, die Schule soll diese nationale, gigantische Anstrengung der Integration leisten. Darin sind sich ja die Altparteien einig. Nur unser Bildungssystem wird ja zurzeit durch den radikalen Umbau von mehrjährigen Schulsystem zur Einheitsschule für alle völlig auf den Kopf gestellt, sodass die Integration da nicht gelingen kann. Jemand wie Sie, meine Damen und Herren, die noch das Glück hatten, und das war wirklich ein Glück und ein Segen, ein wohlstrukturiertes und gegliedertes Schulsystem durchlaufen zu können, kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für den Unterricht bedeutet, wenn man Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, Förderkinder mit jedweder Behinderung und dann auch noch Migranten mit mangelhaften Deutschkenntnissen in einen Klassenraum setzt und dann von dem Lehrer erwartet, da guten Unterricht zu machen, der jedem Kind gerecht wird. Das ist nicht möglich. Das kann nicht gelingen. Dass inzwischen jede zweite ausgeschriebene Lehrerstelle gerade an den Grundschulen gar nicht mehr besetzt wird. Es gibt schlichtweg keine Kandidaten mehr. Niemand möchte den Referendardienst machen, weil alle überfordert sind. Und das ist die eigentliche Katastrophe, denn das bedeutet, dass in den Schwerpunktklassen keine Doppelbesetzung mehr möglich ist. Das ist nämlich die Vertretungsreserve. Es kommt zu unerträglich großen Klassen mit 30 Kindern oder auch mehr. Und das ist, da kann niemand gewinnen, da gibt es nur Verlierer. Ich habe jetzt gerade eine neue Studie vom Verband für Bildung und Erziehung gelesen. Da wurde deutlich festgestellt, dass gerade die Grundschulen ihrem Bildungsauftrag nicht mehr gerecht werden und das ist ein Armutszeugnis. Seit die Politik nur noch von Geostrategen und selbst kinderlosen Linksideologen bestimmt wird, gibt es so viele Krisen, da ertrage ich das einfach nicht mehr, allein zu Hause zu sitzen und untätig zu sein. Denn nicht umsonst sind so viele kinderreiche Eltern in der AfD engagiert. Unser Leben wird nicht durch den Islam reicher, sondern durch eigene Kinder. Deswegen werde ich mich mit all meiner Kraft für eine bessere Anerkennung der Mutterschaft und der Lebensleistung unserer Mütter einsetzen und die Rettung des gegliederten Schulsystems. Ich bitte Sie nachdrücklich um Ihre Stimme, damit ich das auch umsetzen kann. Wie steht es denn zur Mütterrente? Ja, die Mütterrente ist jetzt nicht unbedingt Landesthema, aber sie liegt mir sehr am Herzen, weil wenn man junge Frauen heute überhaupt noch dazu bringen will, Familien zu gründen, dann ist gesellschaftliche Anerkennung das Allerwichtigste und das vermisse ich wirklich sehr. Unsere Familienministerin Schwesig hat es bis heute nicht geschafft, eine sozialgerechte Mütterrente auf den Weg zu bringen. Trotz der letzten Reform im Jahr 2014 sind immer noch Kinder, die vor 1992 geboren wurden, weniger wert als Kinder, die nach 1992 geboren wurden. Ich bin da selbst betroffen. Ich habe 4 Kinder, 2 vorher, 2 später geboren und die Entgeltpunkte sind noch nicht angeglichen. Darüber hinaus sind die mit einem Satz von 30 Euro circa pro Kind pro Jahr angesetzt, die man dann monatlich bekommt. 30 Euro. Das ist das, was unsere Kinder der Gesellschaft wert sind und das ist ein Hungerlohn. Dazu müssen noch Steuern bezahlt werden, es wird auf Niedrigrenten angerechnet. Das, was als Lebensleistung für unsere Mütter dabei herauskommt, unterm Strich, ist ein No-Go. Danke. Hat sich ereignet, die wollen wir nach und 30 Sekunden nochmal die Einblendung Ihrer schriftlichen Bewerbung, bitte jetzt zur Kenntnis habe, damit jeder Kandidat vielleicht behandelt wird. Streicher und gleich. Das machen jetzt lieber das zur Kenntnis, lassen das auf uns wirken, kriegen Sie kurz hin. Dann bedanke ich mich bei der Technik, dann blenden wir es jetzt wieder aus und dann kommen wir zur zweiten Frage, bitte schön. Peter Streicher und Kreisverband Bonn. Nach dieser überaus beeindruckenden und fulminanten Vorstellung frage ich Sie, warum Sie sich nicht für die ersten 5 Plätze beworben haben, denn da wäre Ihr Name auf der Liste in den Wahlunterlagen gewesen und da hätten Sie auch nach meinem Dafürhalten hingehört. Danke. Also Sie haben ja meinem Lebenslauf entnehmen können, dass ich absoluter Politik-Neuling bin. Mein Leben war und ist Familie und mein Beruf.
Und ich maße mir jetzt nicht an, als fachkundiger Experte hier auf den ersten Listenplätzen zu kandidieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mit diesem Platz und dieser Stimme, wenn ich die denn von Ihnen bekomme, eine Chance hätte, im Sommer einzuziehen. Aber ich kann auch damit leben, wenn das nicht klappt. Und ich wollte einfach jetzt nicht da anmaßend mich auf einen Platz setzen, denn hier sind viele verdiente Mitglieder, die da auch hingehören oder eher hingehören. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Vorauswahl.